Im letzten Video die Erkenntnis, Mist, zurück in Kroatien, der Kühlschrank komplett verschimmelt. Wir haben ihn gereinigt, wir haben Gas wieder aufgefüllt. Reicht das? Funktioniert das Ganze wieder oder sieht's anders aus? Das erfährst du, wenn du dranbleibst. Haben schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Ja, du kannst richtig schön lächeln. Zum Lächeln war uns heute Morgen aber überhaupt nicht. Mob stand um 7 Uhr vorne bei mir am Bett, ich schlafe ja immer hinten, und sagte, Illo, der Kühlschrank geht schon wieder nicht. Und dabei haben wir so eine schöne Aussicht. Mops, was ist los? Du hast also, noch gar kein Mikro, sehe ich gerade eben. Also, und zwar erstens gestern, der Tag, den streichen wir am besten aus dem Kalender. So ein Tag war das, liebe Leute, das, weil hier hat ja gar nichts funktioniert. Illo musste noch den Tank sauber machen, wir mussten einkaufen, dann das, die Geschichte und. Also wirklich Horrortag gewesen. Irgendwie, es hat sich so durchgezogen. Ja, und es war ja so gewesen, dass ja dieser Kühlschrank nicht funktioniert hatte. Nicht funktioniert, der war total verschimmelt. Alles geschimmelt. Hier ist auch immer noch der Geruch drin. Noch? Bach, guck mal, hier ist schon wieder Sud nachgekommen. Bach. Leck mich doch. Ja, weil er jetzt nicht richtig kühlen kann. Der müsste wahrscheinlich einmal richtig über 230 Volt. Ich habe es gestern Abend Warte mal, hier vorne habe ich gleichzeitig, hier vorne müssen wir den Brand löschen. Das, also, das ist unser sportlicher... So sieht hier unser Alltag aus. Ja, auf jeden Fall habe ich gestern Abend das nochmal ausgewaschen, weil da ein bisschen drin war. Und ich habe hier Backpulver reingemacht, weil das, meine ich, den Geruch bindet. Ne? Also gib da schon mal einen Tipp, weil das stinkt wie Hulle. So. Dann, wir kamen ja gestern hier rein, der Kühlschrank hat nicht funktioniert und es hat mega gestunken und hier hat es gepiept. Alles klar. Nachdem wir dann gefahren sind, lief es ja hier dann über Strom und dann hörte dieses Piepen auch auf. Und wir dachten natürlich, okay, Kühlschrank funktioniert wieder. Wir haben auch Gas aufgetankt. Das gehörte auch noch zu unseren Aufgaben. Ja, dann war es so gewesen, das Piepen war vorbei. Kühlschrank lief wieder. Einkäufe rein. Okay, gut. Was natürlich nicht so schlau war, ich habe ein paar Sachen hier geholt, wie Eis oder Brokkoli oder so, weil der ist ja noch nicht richtig kalt. Das heißt, ist nicht so gut, aber das ist für heute. Okay. Dann das ganze heute Eis? Morgen... Ja, können wir machen. Okay. Dann heute Morgen, 6:30 werde ich so wach circa mit dem Kleinen. Und höre wieder dieses Piepsen, was ja dann gestern auch war. Pieps. Und ich denke mir, nein, nein, ich aufgestanden, ich Milo den Mian, wie auch immer. Ich den Motor angemacht, weil ich dachte, wenn wir den Motor wieder anmachen, dann läuft der wieder an und springt dann wieder auf Gas rum, dass es dann funktioniert. War nicht der Fall. Wir Kühlschrank an, aus, Wechselrichter, obwohl an, da, Bedienpanel, alles gemacht in der Hoffnung, dass es wieder funktioniert. Es funktionierte nicht, es war immer wieder das Geräusch. So, dann erzähl du jetzt mal, Illo, wie es weitergeht. Ja, ich habe gleich die Fachleute hier, den Holger habe ich angerufen. Schöne Grüße. Also ein Zuschauer von uns, der uns auch die Fahrzeuge hier empfohlen hat, beide. Und dann habe ich den Sven noch angerufen und ich dachte, ja, dann baue ich die von Gas... Mike und Tina, schöne Grüße. Dann baue ich dann den Gasbrenner vom Kühlschrank baue ich aus, da ist vielleicht irgendwas drin und so weiter alles. Ja, und dann stehe ich mit dem Sven am Telefon, stehe ich so davor... Ich sag, Sven, hier ist wirklich alles. Ne? Ich drücke hier drauf. Keine Fehlermeldung. Genau, Automatik, alles ist easy. Aber, auf einmal steht der Illo hier und sagt, warte mal, Sven, warte mal. Ja. Wartet, Leute. Das ist am Piepen. Ja, klar. Ja, aber daran haben wir gar nicht gedacht. Und das Kuriose ist, Leute, nachdem wir gestern gefahren sind, wir waren ja hier dann abends Abendbrot gegessen und, war dieses Geräusch nicht mehr vorhanden. Und der Kühlschrank funktionierte ja auch wieder. Ja. Und heute Morgen war dieses Geräusch wieder da, weswegen man natürlich sofort denkt, es ist der Kühlschrank. Naja, also die sind blöd bei Elo und Mops, aber wir zeigen euch, wie ja, blöd ihr wir lernt sind, auch ne? aus, also wenn ihr denkt, der Kühlschrank funktioniert nicht, das Geräusch, das heißt jetzt, wir müssen hier mal die Batterie ändern. Also ihr könnt nur draus schlau werden, wenn ihr mal so ein Piepsen hört, es muss nicht am Kühlschrank liegen, es kann auch draußen sein. Hast du so eine Batterie? Guck mal rein, was hast du da? Müssen wir gucken, das sind doch diese komischen, ne? Andersrum. Ich habe zu wenig Kraft. Okay, wir versuchen es ohne Kamera mal aufzukriegen. Das wird, glaube ich, nichts. Das ist wie eine Flasche, Mops. Ja, aber ich hab gerade Creme ins Gesicht gemacht. Achso, dann flutscht das ganz schön, ne? Na komm, lass mal es. Komm. Nee. Ja.
Der Milo schläft jetzt mittlerweile. Wir haben natürlich keine Ersatzbatterie, deswegen werden wir gleich mal so eine kaufen müssen. Ich habe jetzt gedacht, okay, ich koche schon mal ein bisschen. Ne? Gibt Kartoffeln lecker. Und wir haben ja hier dieses neue Set, das sollte ja Mops unbedingt haben. Oh, hier habe ich noch ein paar Flyer drin. Nur, ich habe zu ihr direkt gesagt, so einen großen Topf, ne, wie wir von Obeling ihn haben, das gibt's ja hier nicht. Und der ist natürlich auch randvoll mit den Kartoffeln. Wir kochen meistens dann auch für 2 Tage. Und deswegen müssen wir uns hier auch erstmal ranwursteln. Vor allen Dingen, welches Set hat Mops auch bekommen? Es scheint das Schwarze zu sein. Da wird sie mit Sicherheit nochmal was sagen dazu. Ich will auch erstmal zeigen, hey, Thema Kroatien. Hier kann man doch nicht freistehen, ganz ehrlich, Leute. Wir müssen uns hier in diesem Fall entschuldigen. Wir haben es gestern nur bis zum Kaufland nach dem Flughafen geschafft. Und wir sind jetzt doch hier idyllisch gelandet. Wir haben hier mehrere Camper stehen gesehen und haben uns gedacht, okay, komm, wir stellen uns jetzt einfach dazu. Irgendwie ist dann auch gar nicht so schnell umsetzbar. Aber schaut mal, wo wir dann tatsächlich hier sind. Also das ist schon richtig herrlich. Der Milo hat ein bisschen Schnupfnase, aber ich und der Mian nicht. Und währenddessen wir kochen, könnte ich ja gleich den Mian ein bisschen ablösen von der Mama. Und dann gehen wir hier gleich erstmal ein bisschen schnorcheln. Also schaut euch das mal an. Wir sind ja hier in Split gelandet. Und das sieht schon richtig schön aus. Meine Herren, ne? Manchmal denkt man so, seine täglichen Probleme, die man so im Wohnmobil hat, vergessen wir oft, wie schön es ist, wo wir dann tatsächlich sind. Und das Ganze sieht richtig schön aus. Auch neben uns steht ein Camper. Füße hoch. Ich würde sagen, Essen kochen. Und während das Essen kocht, ziehe ich mal die Badehose an und wünsche euch schöne Grüße. Also der Flughafen, um es mal ganz kurz zu zeigen, der wird irgendwo da vorne sein. Da war ja direkt in der Nähe, war dann, wo wir das Wohnmobil abgestellt haben. Leute, für 125 Euro für bestimmt 30 Tage waren wir jetzt weg. Da drüben gab es dann direkt den Kaufland, wo wir gestern standen. Dort gab es auch Wohnmobilplätze, das konnte ich gestern gar nicht richtig zeigen. Naja, sie mischt gerade die Karten, ist ein bisschen sauer, weil ich habe wieder das Falsche gesagt oder nicht richtig hingeguckt. Deswegen, ich habe ihr ein Mikro hingelegt, falls sie sich entschuldigen muss oder eingreifen muss. Ich habe das ganze Ding jetzt mal ausgepackt. Jetzt steht der Topf hier. Jetzt habe ich erstmal gecheckt, okay, der ist ja doch so groß. Ich habe extra zum Mops gesagt, ja, was ist, wenn wir Kartoffeln kochen? Und da habe ich schon gesagt, den packen wir nach hinten. Aber es funktioniert doch alles und ja, hier hinten das klebt noch nicht so richtig. Warum klebt das hinten nicht so richtig, Mops? Das klebt nicht, das ist magnetisch. Ach so, das kann ich gar nicht hier so mitnehmen. Doch. Ach so. Vielleicht hast du es, ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nicht ausprobiert. Da. Ja, Mops hat noch nicht richtig geguckt. Auf jeden Fall, ihr hättet mal Illo gestern erleben sollen. Was denn? Jetzt muss ich den großen Topf auch noch irgendwo unterkriegen, weil damit? So ein großer ist nicht mit dabei. Ja. Das ist, wenn der Mann natürlich nicht so geguckt hat, was die Frau sich wirklich besorgt hat oder was ich mir besorgt habe. Aber Illo stellt ja gerade fest, oh, da ist ja doch so ein schöner großer Topf ich mit dabei. Ich dachte, das wäre eine Haarschneidemaschine von hier. Ja, oder so. Kannst ja versuchen, ob du dich damit rasieren kannst. Ich weiß auch noch nicht, wie das alles hier funktioniert und sowas. Du kriegst noch eine Einweisung. Ach, guck mal. Kann ich den hier hochnehmen, oder? Ah, hör mal. Ja, ich muss erst reinkommen. Also ja. Das hier ist alles auf Mops ihren Mist gewachsen. Also ich bin jetzt schon zufrieden. Das heißt, der große Topf, der kann jetzt auch weg, diese Blechbüchse. Und wir können mal endlich mit ordentlichen Töpfen kochen. Ich habe erst gesagt, das ist so ein Hundenapf. Man muss ja sportlich sehen, aber es ist gar nicht so, ne? Ja, und die sind schön dick. Und wie gesagt, die steht über 1 Liter drin. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen hier, wie das hier alles funktioniert, ob ich mir auch nicht die Pfoten verbrenne. Die nächste Problematik, die wir übrigens gestern auch hatten an unserem rahmenschwarzen Tag. Elo, was ist da los? Ruhe. Nichts. Nichts? Aha. Der Einlegeboden, ja, die Teile, die gehen irgendwie verloren, weil es war länger schon draußen. Und wir haben ja alles. Ach, guck mal, da ist das Teil. Genau das Teil. Ja. Es fällt raus. Der Mido ist gerade auch wunschlos glücklich. Hey, so ist das öfters hier. Ich glaube, wir filmen manchmal falsch. Wir müssen öfters mit den Kindern filmen, da kriegt ihr die Lautstärke. Also das ist auf jeden Fall hier gerade authentisch bei uns. Auch bei uns scheint nicht den ganzen Tag die Sonne aus dem Hintern. Überhaupt gar nicht. Einmal am Tag kündige ich mindestens. Jetzt gibt es auf jeden Fall was zu essen und wir haben eine große Schwierigkeit. Ne? Mops, werden wir dem kleinen Jungen eigentlich gerecht, sage ich mal so? Weil ne? Wir müssen das jetzt so machen. Ja, das Problem ist, die Füße sind ja gut und schön, aber dann muss er da sitzen und die Füße kommen so schlecht rein und raus. Deswegen testen wir es jetzt einfach mal so. Wir machen es ja ganz oft, dass er auf dem Schoß sitzt und isst, aber dann kann er ja auch nicht so, wie er möchte, weil man ihn selber so hat. Nee. Deswegen testen wir es jetzt mal so. Natürlich ist es nicht die sauberste Angelegenheit,
Aber das ist es so oder so nicht. Auch wenn er sonst auf dem Hochstuhl sitzt, daran kann ich mich noch bestens bei Mian erinnern. Ja, guck mal, da jetzt da. Wir waschen dann jeden Tag die Handtücher. Also mir ist es mega unangenehm. Aber was sollen wir machen, ne? Was sollen wir machen, Leute? Trinken von draußen. Nein, also ich war immer noch nicht draußen im Riesenpool, aber dann könnt ihr ja gleich raus und ich kann dann hier, ja, Handtücher, wir brauchen mehr Handtücher, definitiv für die Nummer. Oder Folien. Oder Folien. Eieiei. Oder eine Waschmaschine. Ja, das brauchen wir auch. Oder ein neues Zuhause einfach für uns. Ja, so sieht das Ganze danach aus. Also ein Riesenumher, das ist ja noch nicht mal schlimm. Den Sitz, den hat Mops schon vorgebügelt. Und ja, das geht auch nicht. Ne? Also wir haben jetzt hier überall an den Handtüchern die ganzen Flecken. Auch keine gute Entscheidung. Ja, wie macht ihr das? Oder wie habt ihr das dann damals gemacht? Vielleicht müssen wir doch den Stuhl hier reinholen. Und dann, ja, dass wir uns hier nicht bewegen können. Alles schwer. Ja, also Mops sagt draußen essen, beziehungsweise das sage ich eigentlich immer wieder. Dann müssen wir jetzt mal die Stühle und so raus. Ja, ja, Stühle und alles. Das können wir jetzt auch nicht. Wir stehen ja jetzt hier auch frei. Naja, ist jetzt wie es ist. Ich glaube, als Eltern muss man sich immer wieder ein bisschen beruhigen und es akzeptieren, wie es ist. Ja, Aufbruchstimmung hier. Die Sonne geht langsam weg. Familientag am Strand. Ja, das war Ilung mit der Familie, mit den Kids. Mops, du hängst hier schon 2 Stunden. Was hat die Tina da geplant? Oder wo musst du unterstützen, dazugreifen? Irgendwas mit einer Vektor? Ja, die Tina braucht von mir eine Vektordatei. Ja. Aha. Mehr sage ich dazu besser nicht. Und da hängst du jetzt 2 Stunden für eine Vektordatei? Nein. Von einer PDF-Datei? Nee, du hast natürlich noch sauber gemacht. Ich habe in der Zeit gespült, sauber gemacht, nochmal sauber gemacht. Dann habe ich versucht, meinen Opa anzurufen. Und dann habe ich mich hier rangesetzt. Aber das Problem ist, ich kann diese fertige Datei nicht irgendwie weiterleiten als Datei an sich. Brauchen wir einen Experten an dieser Stelle. Ach Gott. Wir brauchen immer einen Experten. Ne? Und so fällt mal eben ein Tag bei uns aus. Also schaut mal, es ist 4:45 fast. Wir wollten eigentlich noch einkaufen, weil das Schlimme ist, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der Kühlschrank, das hatten wir auch vergessen zu sagen, der kühlt ja jetzt nicht nach oder sowas. Vorsichtig, Mian. Der hält diese warme Temperatur. Das heißt, wir brauchen eigentlich unbedingt Landstrom. Naja, hier vorne die Nachbarn haben wir auch schon gut kennengelernt. Also ich an dieser Stelle, schöne Grüße. Die waren 2 Monate in Schweden unterwegs. Jetzt nochmal einen Monat Kroatien. Aber ja, du hast heute Stubenbau. Auf los geht's los, lass uns einfach fliegen mit dem Finger um die Welt. Die Karte ist so groß, lass uns was finden, was gefällt. Auf los geht's los, komm ich hol dich hoch. Raus aus deiner Wohnung, komm auf los geht's los. Lass uns einfach fliegen mit dem Finger um die Welt. Die Karte ist so groß, lass uns was finden, was gefällt. Auf los geht's los, komm ich hol dich hoch. Raus aus deiner Wohnung bis nach Tokio. Ich pack mein Koffer, denn ich will jetzt weg nach Bora Bora. Lebt das Leben so wie Ricky Marty, sagt La Vida Loca. Wozu denn das denn? Hau jetzt ab sofort und komm nie wieder. Genieß die Sonnenstrahlen hier auf Costa Rica. Ja, das Ganze ist noch richtig bitter. Also der Kühlschrank ist immer noch nicht kalt. Wir müssen jetzt irgendwie Reste verwerten, auch die ganzen Eier habe ich jetzt mal gekocht. Es ist zum Glück jetzt heute nicht mehr so warm. Und ja, auch das mit dem Sitz haben wir uns mal anders überlegt, wenn ihr mal guckt hier, wie er schön da drin gräbt. Ja, ist so wie mit so einem Ballmops. Kennst du diese Bälle, wo er so gräbt? Du meinst den du mal kriegst, wenn du beim Zahnarzt bist. Ja, ja, genau, den wenn ich beim Zahnarzt bin. Der kriegt da so ein Anti-Angst-Bällchen, wo er so machen kann. Ja, vor allem die nächsten Termine beim Zahnarzt in Deutschland stehen schon wieder. Also, ja, so viel ist gesagt. Ja, wir sind hier richtig schön gelandet. Also, wir werden es jetzt immer mit dem Stuhl so machen, das bringt nichts. Mops sitzt auf dem drehbaren Sitz. Und wir stehen hier mal wieder richtig schön. Also, das bringt auf jeden Fall gute Laune. Aus welchen Fenster man auch immer rausschaut, das Ganze sieht richtig gut aus. Mist auf jeden Fall, das Ganze ist schon richtig beunruhigend. Ich habe jetzt gerade mal mit meinem Fachmann, mit dem Sven von ML geredet. Liebe Grüße an dieser Stelle. Das mit dem Kühlschrank, wir brauchen da jetzt definitiv eine Lösung. Ich dachte immer, wenn wir an Landstrom fahren, dann wäre alles gut. Es wird so nicht gut. Deswegen heißt es jetzt, ich habe telefoniert mit jemandem, der sagt, komm rum. Wir kriegen das Ganze hin. Ich war total verwundert, weil ich dachte mir,
ja, so und so. Und ich hatte geguckt, ob der Brenner vielleicht kaputt ist. Aber es ist immer noch eine blaue Flamme. Es ist keine orangene Flamme, was ja immer darauf hinführen sollte oder könnte. Die Kühlrippen unten und oben, die sind kalt, obwohl ja warme Luft reinleistet. Irgendetwas ist verdammt komisch mit dem Kühlschrank. Wir müssen 2 Stunden fahren. Wie geht's weiter? Das erfährst du hier 18 Uhr, wenn es weitergeht bei Elon Mops. Schaltet ein. Bis dann. Ciao.